Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Remember Me. Ich habe jetzt ein paar Tage Pause eingelegt. Ich weiß schon, alle meine Abonnenten tut mir furchtbar leid. Aber es ist sich leider Gottes mit meiner Arbeit nicht ausgegangen. Konkret jetzt im Sommerwochenende ist immer viel zu tun. Und irgendwann muss ich schlafen zwischendurch. Deswegen ist jetzt da ein bisschen was weggefallen. Aber wir sind immer noch in der Bastille und suchen... Bad Request. Genau, wir suchen Bad Request. Genau, da machen wir jetzt einfach weiter. Oh, Freaks, die mir auf die Eier gehen. Super. Das Ganze ohne Vorwarnung. Das finde ich noch besser. Schade. Er hat mir meinen langen Move versaut. Pisser. Ah, eine Link-Logik-Bombe? Nee. Machen wir jetzt einen Tarnung. Schalten wir ihn aus. Gekonnt überlastet. Dann können wir den beiden Freaks mal ganz gepflegt das Maul fertig verprügeln. Ich wollte eigentlich sagen, aufs Maul hauen. Das war der Gedanke dahinter. Wir können ihn aufs Maul hauen. Oh, schade. Wieder kein langer Move. Ist egal. Okay, wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Medizinischer Stuhl. Ja, gib mir einen medizinischen Stuhl. Kann ich noch nicht benutzen. Okay. Oh, eine Remis-Szene. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjekt Nummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Okay, die Remis-Szene. Was hat mir diese Remis-Szene jetzt gebracht, außer noch mehr Fragen? Vielleicht... Da war doch immer etwas, was ich zumachen musste, bevor ich etwas Neues öffnen kann. Ich muss es nur finden, das ist die große Frage. Eine Health Station, die brauche ich jetzt momentan allerdings nicht. Mein Autokompass sagt mir auch nichts, finde ich ganz toll. Was, dass der gut ist, ist sowieso Quatsch. Der ist immer nur dann aktiv, wenn sowieso offensichtliche Sachen vor dir liegen. In 90% der Fälle zumindest. Da kann ich nicht rein. Wieso kann ich das nicht aktivieren? Seltsam. Ich brauche einen Stuhl, das ist schon mal klar. Ich brauche einen Stuhl. Ja, die Remis-Szene. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjekt Nummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Transfer genehmigt. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Okay, ich habe verstanden, was er von mir will. Also, Remis-Szene erneut starten. Testsubjekt wird katalogisiert. Bitte Geduld. Subjekt Nummer 84217, Bad Request, Gedächtnisjäger. Ja, wie wenn ich es gewusst hätte. Wir sehen uns sehr bald. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Sehr schön. An das Laborpersonal. Folgt nicht Dr. Quaids irrer Vision. Du entscheidest hier gar nichts mehr. Sebastian, hör zu. Rückverwandlung ist eine Sackgasse. Das weiß ich nun. Den kaputten Gehirnen dieser Menschen eine Persönlichkeit einzuimpfen, war nie eine echte Lösung. Wenn ich jetzt aufhöre, kehren Tausende von Leapers zum Ursprungszustand zurück. Rekonvertierung. Wir müssen das stoppen. Ha.
um die Ecke denken. Das Problem hat man ja schon. Ja, und die Unterhaltungen sind immer sehr faszinierend, dass man das alles rausfindet. Ja, und man konnte die Tür schön. Oh nein, Leaper. Halt! Was war das? Das war ein verfickter Leaper, ich weiß es genau. Subjekt Nummer 84178, Nillin, Erroristin, Transfer genehmigt. Ach, das hat er gefressen. Und oh, da kommt jetzt gleich was Interessantes, weil sonst würde sie mich nicht gehen lassen. Beziehungsweise sonst würde ich laufen anstatt gehen. Was ist das? Dieser Gang. Die Faden. Hier war ich schon mal. Ja, stimmt. Das war ganz am Anfang die Szene, glaube ich. Ich kann es nicht benutzen. Da haben sie uns das Hirn gelöscht. Eine Wiederkehr in die Hölle. Hier wollten sie mich auseinandernehmen. Ja, ich wäre jetzt nicht böse, wenn ich jetzt mal, ja, ein bisschen Bewegung in die Sache reinkommt. Aber aus dem Gang sind wir gekommen am Anfang und jetzt kann ich da auch aufmachen. Verdammter Flashback. Ein Schlaglicht auf mich selbst. Dieser Ort ist ein Hexenkessel. Vielleicht ist es besser, dass du vergessen hast, was du hier durchgemacht hast. Hey, du hast mich doch aus dieser Hölle rausgeholt. Ich bin dir so dankbar. Genug geredet, Schwester. Jetzt geht es darum, Dr. Quaid schnell zu stoppen. Das ist der Plan. Ach ja, das Ding ist jetzt zu, jetzt kann ich die Tür da vorne aufmachen. Das ergibt Sinn. Haha. Oh nein, was sind denn da für Freaks? Gibt's was zu sehen? Da irgendwo. Okay, merken, Raumstuhl, Bildschirm. Da ist alles gelöscht worden. Der Raum, in dem ich gelöscht wurde. Na super. Ah, Gedächtnisjägerin. Genau rechtzeitig. Und ihr zwei Idioten glaubt echt, dass es mit ihr aufnehmen könnt. Ganz klar. Ah! Ein Leaper. Das ist doch der... Das war doch der... Ich glaube, ich weiß, wer das war. Gegen den haben wir doch mal gekämpft. Oh nein, ein Robot. Okay. Roste in Frieden, sag ich bloß. Ja gut, eine Logikbombe, nachdem ich ja Logikbomben so liebe. Und hier auch immer noch funktionieren. Schade, ich hätte ihn überladen können, ist egal, ich brauche nur einen Moment, wenn ich hier aufladen kann. So, überledigen wir den. Ja, nehmen wir mal den großen. Hallo? Ah, jetzt. Sehr schön, der große gibt Frieden, das finde ich ganz toll. Die Energie ist auch wieder voll. Dann geht bloß noch der. Komm, gib auf. Mach dein Schild weg, dann kann ich dich umnieten. Ach, das hat's gerade vollgebracht. Ganz klar. Ich mach den Hardcore-Move, Schuss, Scheiße, Datenbombe und passiert gar nichts. So. Von euch gibt's noch mehr. Blockier ihren Weg!
Du nichts mehr mit Schild, das finde ich auch schön. Schade, dass mein Rost den Frieden noch nicht bereit ist. Der Freak ist da nicht von betroffen. Oh, warum nicht? Habe ich das schon wieder verplant? Das kann ja nicht sein. Raus, raus, raus. Nach 41 Sekunden, nach 23, dann habe ich meinen Rost im Frieden. Das ist gut. Rost im Frieden, glaube ich, könnte jetzt echt praktisch sein. Gut, Rost in Frieden, jawohl. Sehr gut. Schicht im Schacht, Kollegen. Ja, dann kriegst du noch eine Logikbombe von mir ab. Auf der richtigen Distanz steht mein Freund auf. Haha. Und dann noch eine überladen. Finde ich geil. Perfekt. Damit hätten wir alle ausgenockt. Johnny Greenteeth ist hier? Ich sagte doch schon. Johnny erinnert sich an vieles, was andere lieber vergessen. Johnny, so wieder hieß er. Johnny Greenteeth. Wieso habe ich das unglaubliche Gefühl, dass das jetzt dann demnächst böse enden könnte? Ich kenne diesen Zorn. Jagte mir beinahe Todesangst ein. Wieso habe ich das unglaubliche Gefühl, dass sich der Mann hier groß ausgetobt hat gerade? Oh, der Doktor. Schau an, wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Geht, meine Kinder, teilt meinen Traum mit ihr. Oh nein, jetzt schickt er mir echt Oh, okay. Wenigstens kann man den aufs Maul haben, weil er so Probleme kriegt mit so vielen Strompissern. Wieso habe ich gleich wieder das Maul aufgerissen? Ah. Meine Logikbombe ist auch weg. Ja, gut, dann erledigen. Machen wir es mal wieder wie üblich. Erledigen erst ihn. Du bist ein Anachronismus-Gedächtnisjägerin. Erst einmal den Steuerfreak weg. Wunderbar, dann können wir den in aller Ruhe die Fresse polieren. Meine Arbeit ist die Zukunft! Du bist dem größten Wahn verfallen. Die Zukunft! Nicht mehr und nicht weniger, dem größten Wahn verfallen. Oh, ja. Ihr steht doch alle schön auf dem Haufen beieinander. Das finde ich super. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten! Und nochmal zwei Freaks. Wo hat er die alle her? Ist nicht die Anzeige gekommen von der Chefin von wegen hört nicht auf den Idioten? Dies war Charles' Traum! Verstand interessiert mich nicht mehr. Ich will ihr Blut. Noch eine. Tötet sie. Oh Gott. Los. Okay. Also.
Beine! Arbeit ist die Zukunft! Ich bin die... Wir konzentrieren uns mal auf einen. So, das wäre schon mal der Freak. Und jetzt muss ich jemanden aufs Maul haben. Oh, das ist nicht gut. Nicht gut. Ich habe meine ganze Energie verschwendet. Verdammt. Dies war Charles' Traum. Lass mich raten, Charles ist eigentlich mal mein Dad gewesen. So, aber jetzt Sensenraserei. Individualismus hat ausgedient! Ja! Oh Gott, wie ist diese Scheißpropaganda hast? Wieso erinnert mich das so an einen Kollegen von vor 70 Jahren, der das ähnlich durchziehen wollte? Oh, sowas nervt mich. Sowas mag ich nicht. Nein! Muss ich mal ganz klar in die gegenüberliegende Richtung Stellung beziehen. Oh nein, nein, ich bin draufgegangen. Scheiße. Weniger labern, mehr aufs Maul haben konzentrieren. Verdammter Dreck. Okay. Oh, nochmal von vorn. Okay, wo ist der erste Idiot? Da ist er. Ja, ich weiß, Sensenzahnung kann ich aber erst, wenn ich aufgeladen habe. Das habe ich auch vor. Dies war Charles! So, wunderbar. Gut, dann hätten wir den Idioten schon mal ausgeschaltet. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Energie und dann brauchen wir eine Sensen. Eine Logikbombe wollte ich brauchen. Dies war Charles' Traum! Und alle, wie schön sie auf einem Haufen stehen. Einmal Logikbombe. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten. Boah, hat sie jetzt alle umgerissen. Die hat sie vollgebracht. Ha, ich bin stolz ein bisschen auf mich. Die Frage ist jetzt... Das ist... Ja, das sind alles Menschen. Ich hätte gedacht, vielleicht wäre irgendwo einer von denen doch mehr Robot als Mensch, dann wäre... Roste in Frieden gut angebracht. Aber ich habe das unglaubliche Gefühl, dass da danach sowieso noch mal eine Runde Roste in Frieden kommt. Weil die werden nicht nur Menschen auf mich anhetzen, da kommt garantiert irgendwann noch ein Robot dazwischen. Erlebe die kollektive Kraft! Nein, fast hätte mein komplett langer Move hingehauen. Ja, dann prügeln wir dich halt so tot, mein Freund. Ihr Verstand interessiert mich nicht mehr. Ich will ihr Blut. Tötet sie! Oh Mann. Los! Okay, gleich mal Sensentarnung einen von den zwei Freaks ausschalten. Sehr schön, Nummer 1 überlastet. Dies war Charles' Traum! Ohne Logikbombe. Cool. Wer kriegt sie ab? Wer kriegt sie ab? Kriegst sie ab. Die hat den beiden gar nichts getan. Scheiße.
Du bist allem, ein Anachronismus-Gedächtnisjägerin! Ja, ist ja gut, immer dann, wenn ich gerade Seen anfange. Nein, das Problem bei den zwei Großen ist ja, dass sich die gegenseitig pushen quasi. Ach, yeah. Kann nicht sein. Na gut, einmal probieren wir es noch. Einmal und dann, ich habe meine Zeit persönlich schon wieder überschritten. Ich sehe es gerade, aber einmal kriegen wir das schon noch hin. Meine Arbeit ist die Zukunft. Ich bin die Zukunft. Ah, wunderbar. Tarnung. Der Stromfresser. Voll. Individualismus hat ausgedient. Stellt euch mal alle auf einen Haufen zusammen, Jungs. Wie wär's? Kommt alle schön auf einen Haufen. Individualismus hat... Schön. Töte sie nicht! Ich will ihr Gedächtnis kosten. So. Dann wieder die Freaks. Großen sind es aber dann zum Schluss. Ich sollte vielleicht die mal mehr so aufs Maul hauen und meine ganzen anderen Energiekacke speichern. Also sparen. Dies war Charles Traum! Du kriegst mein Gehirn nicht, du Arsch. So, schau mal. Ihr Verstand interessiert mich nicht mehr. Ich will ihr Blut. Er hat's nicht gepackt. Ich hätte gehofft, ich kann ihm einen langen geben. Ich hätte gehofft, sie kriegt einen langen von mir ab, aber das war mir nicht vergönnt. Ich muss die Kombination mal benutzen, das wäre eine Idee. Ich habe drei. Okay, ich nehme eine. Individualismus hat ausgedient! Okay. Die Kombi macht's. Also, einmal Tarnung, einen von den zwei Idioten ausschalten. Erledigt. Dann einmal groß Verwirrung. Und dann übergehen direkt in die Raserei. Kraft! Okay, jetzt wird's strange. Wie bin ich dem scheiß Idioten her? Meine Arbeit ist die Zukunft! Ich bin die Zukunft! Okay, jetzt rennen wir noch ein bisschen weg. Eine Logikbombe. Du bist ein Anachronismus-Gedächtnisjägerin! Boah, einer ist ausgeschalten. Das finde ich super.
Individualismus hat ausgedient! Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt muss ich gut taktiken. Oh. Nein! Ah! Elendiger Dreck! Nein! Okay. Okay, es hilft nicht. Dann mache ich beim nächsten Mal weiter. Dann werde ich den Idioten hoffentlich Herr werden. Ich muss nicht, damit ich jetzt halt kollektiv draufgehe und ihr euch den Startbildschirm anschauen müsst. Dann bewege ich mich jetzt einfach mal so durch die Gegend. Auf alle Fälle war es mir eine Freude, dass ihr wieder zugeschaut habt. Auch wenn ich jetzt in der letzten Ecke da sehr knappe Angelegenheit hatte. Naja, egal. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Remember Me. Ich bin euer Element. Wir sehen uns bis dann und ciao.